Willkommen zurück zum finalen Teil dieses Levels, schätze ich mal. Urchin Kiln, Level 11. Wir wollen jetzt noch einen roten Schlüssel haben und dann können wir zum Boss. Und der rote Schlüssel, der wird sich irgendwo hier befinden. Aha, da ist der Guided. Der kam die ganze Zeit nicht zu mir. Der ist offenbar hier irgendwie festgesetzt. Den lassen die nicht zu mir kommen. Diese Schweinehunde. Erstmal blind reinfeuern. Wo sind sie denn jetzt? Irgendwie haben die Seiten gewechselt. Warum bewegt sich der Boden? Haben die da vergessen, den Boden Lava irgendwie aufzudrücken? Beweglicher Boden. Hier wurden die Rolltreppen erfunden. Das läuft jetzt noch nicht so ganz optimal. Aber es gibt bestimmt einen besseren Weg, hier durchzukommen. Ich weiß aber gerade nicht, wie ich das am besten mache. Das ist unangenehm an der Stelle. Kann ich die irgendwie zu mir locken? Die Musik scheint mir jetzt langsam ein bisschen laut. Ich weiß nicht warum. Ich bin schon seit über einer Stunde am Aufnehmen und jetzt kommt sie mir zu laut vor. Komisch. Aber auch nur für mich, nicht in der Aufnahme selbst. Das kann ich ja eh noch hinterher anpassen. Ja, der Boden bewegt sich halt mal. Bin ich schon mal drin hier? Ja, bin ich schon drin? Das war ja einfach. Da ist Zeug, ja. Aha. Ob das gut ist, ob das klug ist. Einer gegen alle. Alle gegen einen. Ein bisschen ummoduliert und formuliert. Das Musketiermotto. Jetzt stirbt er mal. Ja, das lief ja komischerweise ziemlich gut. Ich bin immer überrascht, wenn sowas funktioniert. Denn normalerweise tut es das nicht. Der ist auch tot. Aber hier war doch noch einer. Oder? Otter! So, nehmen wir das mit. Guided nehme ich immer mit. Sehr schön. Gibt's viel zu selten. Genau hier haben die mich immer beschossen, wenn ich mir Energie tanken wollte. Das war voll nervig. Da kam ich. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da ist jetzt einer weniger gewesen, aber ich will mich nicht beschweren. Und da ich die Full Map habe, weiß ich ja total, wo alles ist. Da ist noch ein Schalter. Soll ich den jetzt schon drücken? Door unlocked. Welche? Ich habe nicht die geringste Ahnung, welche Door gemeint sein könnte. Hier irgend... Wo bin ich jetzt hingezogen worden? Die Rolltreppe hat mich erwischt. So, lassen wir erstmal den Schalter Schalter sein. Hier geht es ja ganz einfach weiter. Und Zeug gibt es auch ohne Ende. Da ist noch so ein Durchgang. Den muss ich irgendwann später noch nehmen. Das sehen wir dann. Sind da noch Schalter? Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Ach so, da ist irgendwo der rote Schlüssel. Igitt. Wird gut bewacht. Ich hab's geahnt. Das ist ja schon so konzipiert hier. Aber ich kann ja einfach mal... Na, wieso dreht er denn so durch? Wenn ich da einfach nur eine Flash reinschieße. Wieso treffe ich denn nicht? Ist der irgendwie zwischen... Hallo? Kann doch nicht sein hier. Da ist sicherlich noch einer, ist ja klar. Nicht? Wie einfallslos. Das ist ja ein bisschen wenig. Ich dachte, jetzt passiert hier voll viel. Aber irgendwie passiert ja gar nichts hier. Ein Gegner. Da wird gleich irgendwas Interessantes passieren, hoffe ich mal. Ich speichere mal neu. Man wird auch immer wieder überrascht von diesem Spiel. Positiv als auch negativ. Okay, wo war ich stehen geblieben? Kurz unterbrochen worden und schon ist wieder alles vergessen. Wir haben jedenfalls offensichtlich den roten Schlüssel erhalten und es passiert nichts weiter. Jo, was soll man dazu sagen? Kopf ab. Gut, wir müssen wohl irgendwie wieder zurück und uns unseres Erfolges freuen.
Mehr gibt's da wohl nicht zu tun. Was geht mit dem jetzt ab hier? Der mag offenbar Trolltreppen. Trolltreppen. Wer hat so geredet? Trolltreppen? Ich glaube, Harry Potter. Hat es Mr. Weasley oder so gesagt, wo ich mal gerne Mr. Weasley gesagt habe. Ich kannte ja nur die Bücher und nicht die Filme. Ich finde die Bücher auch tausendmal besser als die Filme. Und die Filme gar nicht mal so gut. Aber es liegt vielleicht daran, dass man das einfach nicht gescheit umsetzen kann, in meinen Augen. So, da noch irgendwie hin. Und da habe ich immer Weasley gesagt und zu Hogwarts. Oh, wo kommt... Oh, aus dem Nichts. Habe ich immer Hogwarts gesagt. Ja, da gab es einige Missverständnisse mit der englischen Sprache. Ging das jetzt auch so. Erstmal den ganz bösen killen und dann den weniger bösen. Und am Ende treffe ich keinen von beiden, ne? Aber jetzt sind sie beide tot. Naja, ob das so... Oh, der lebt noch. Geil. Ist noch alles in Ordnung. Wo war das hier genau? Wie machen wir das am besten? Am besten eine Flasche reinschmeißen. Das ist schon ganz richtig so. Weit entfernt stehen oder ganz nah? Die fliegen ja zueinander, die Idioten. So, kann man das so lassen? Da ist immer noch ein Schalter, mit dem ich noch nichts anzufangen weiß. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Ist das nicht schon sogar der zweite Schalter, der übrig ist? Wahrscheinlich geht dann da das Gitter weg, hä? Vielleicht muss ich das sogar machen. Ja? Nein. Right? Wrong. Ja, toll. Und jetzt? Was tun wir jetzt nicht nochmal da reinfliegen? Er will unbedingt da durch, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und das muss ich auch gar nicht, oder? Ist das wichtig? Ich wüsste nicht warum. Ich kann einfach wieder außen rum fliegen. Der kennt nur den Weg nicht, habe ich das Gefühl. Wo war denn der Weg außen rum? Hier, genau. Und dann ist hier noch was. Ich traue mich ja gar nicht mehr, die Dinger hier abzuschießen. Walls opened. Jetzt kommt man da durch. Haha, Abkürzung. Perfekt. Oder war ich hier noch nie? Der freut sich jetzt jedenfalls, dass man da durchkommt. Habe ich irgendwas übersehen? Nö, hier ist nichts mehr blau. Da ist noch blau. Da noch. Oh, Guidance. Her damit. Ich liebe Guidance. Bomben. Habe ich schon genug? Schade. Ich würde gerne das blaue Kästchen da noch öffnen. Wie komme ich da denn am besten hin? Dann wenn ich hier... Dann macht das Bumm. Ja, und dann kracht's. Hier kommt man nicht durch. Leider. Muss ich einmal irgendwie hier rumfliegen. Hm? Ich bin verwirrt. Und er hier? Ah, der zeigt mir einfach mal, wie es geht. Das ist schon interessant. Ach so, hier war ich schon. Da will ich jetzt aber gerade gar nicht hin eigentlich. Aber gut zu wissen, jetzt weiß ich wieder, wo die Unverwundbarkeit ist. Aber wo war denn jetzt dieser geheime Raum? Wie komme ich da irgendwie hin? Muss ich das überhaupt? Das ist auch da, wo ich gerade irgendwie schon war. Na, ist ja egal. Da ist dann die rote Tür und da muss ich jetzt nämlich hin. Vielleicht sollte ich mir deswegen die Unverwundbarkeit erstmal holen. Finde ich die jetzt nochmal? Wahrscheinlich nicht. So. Gut, ja. Ach, hier bin ich. Es ist alles so verwirrend aufgebaut, dieses Level. Ich komme da voll nicht mit klar. Aber jetzt finde ich die rote Tür. Ich habe sie jetzt anvisiert. Fixiert. Und dann gehen wir da rein. Wir gehen da jetzt rein. In die rote Tür. Wenn wir sie gleich finden. Irgendwo hier. Hm?
die war doch gerade noch da. Links oben irgendwie so. Da, haha. Gar nicht mal so leicht. Und der Ausgang ist ja schon ein bisschen entfernt. Das wird ein unangenehmer Weg hier raus. Sekunde mal. Es lässt mir noch keine Ruhe. Vielleicht schaffe ich es da noch, da rechts dieses Geheimnis zu finden. Wenn ich von hier aus irgendwie gucke. Dann da runter. Und dann hier durch. Nein. Dadurch. Ja, da sind Walls, die man bestimmt öffnen kann. Aber das habe ich mir bestimmt schon mal versaut. Dann ist auch egal. Oder muss ich hier mit Guides durch vielleicht? Nur mal gucken. Ach, hier bin ich jetzt. Dann weiß ich ja wenigstens, wo das ist. Also, dass ich da schon mal war. Dass ich da auf jeden Fall hinkommen könnte, wenn ich denn wollte. Aber es ist so verwirrend, da überhaupt hinzukommen. Ich hätte die gerne noch. Wieso komme ich da einfach nicht hin? Da geht's doch eigentlich ganz einfach hin. Da muss ich nur noch hin. So, und dann jetzt von hier aus. Warum geht das nicht? Weil da noch ein Gitter drum muss. Nö, da kann ich einfach hin. Hä? Vielleicht hat das irgendeinen Schalter mal ausgelöst. Sollte ich auf jeden Fall mitnehmen, das Ding. Dann hat sich das ja schon gelohnt, hier hinzufliegen. Auch wenn dieser einzelne Raum, der ist noch da. Komm, den finde ich jetzt irgendwie auch noch raus. Irgendwie. Jetzt bin ich hier. Es ist so verwirrend. Da bin ich nämlich falsch. Wieso ist die Mega jetzt ausgewählt? Das ist aber gar nicht so mein Ding. Mein Wunsch. So, das ist schon nicht so schlecht, scheint mir. Ach, jetzt bin ich wieder hier in meinem Lieblingsraum, der mir überhaupt nichts sagt. Tja, wie komme ich denn da überhaupt hin? Muss ich da ganz außen rumfliegen, hm? Wahrscheinlich. Voll umständlich. Na gut, probieren wir es. Frisch ans Werk. Genau, jetzt bin ich in diesem Hauptraum. Da wollte ich hin. Und dann irgendwie nach oben. Hä, da komme ich doch gerade her. Also dann irgendwie eins weiter und dann nach oben. Ist natürlich alles zu. Dann gehen wir hier unten mal gucken. Und dann nach oben. Das scheint schon nicht so falsch zu sein. Und dann haben wir es fast erreicht. Hier. Geht es da wieder irgendwo durch? Ja, der... Oh, ist ja offen gegangen, aufgegangen. Hat sich zwar nicht wirklich gelohnt, aber jetzt habe ich es immerhin auch mal gefunden. Ist doch schön, wenn man so Geheimnisse dann mal findet. Gut, dann lasse ich mich jetzt erstmal zu dem Typ finden. Ah, Reaktor. Also offenbar kein... Hä? Kein Boss. Und irgendwie ist der Guided verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Ist er getötet worden? Geht das? Das war ja bisher noch nie. Aber so wenig wie in diesem Level hat er mir noch nie gehorcht. Oh, dann spawnt. Ich höre ihn doch. Und irgendwer schießt hier da wieder auf mich mit Flares, ne? Da lang geht's. Ich komme mal ganz gut ohne dich zurecht, wenn wir ehrlich sind. Hä? Irgendwie da. Genau. Da wären wir wieder nach 10 Minuten des Videos. Können wir endlich mal in die rote Tür eintreten. Und werden erwartet. Wen wundert das noch? Aber ist ja gut gegangen. Man muss nur darauf vorbereitet sein. Eigentlich kann man immer damit rechnen. Ich dachte gerade, dass da hinten... Oh, das ist wirklich... Ach so. Hä? So ein riesiger Roboter mit Beinen. Aber nee, das ist nur...
Wanddekoration. Das sieht aber ziemlich beeindruckend aus der Entfernung. So ein Roboterkopf mit riesigen Beinen. Das wäre krass gewesen. Hoffentlich kommt sowas nicht vor. Das macht dann Angst. Wäre aber mal was Neues, anstatt immer nur so rumfliegende Exoten. Na klar doch. Aber sonst habe ich alles aufgedeckt hier, gell? Da ist noch was Blaues, aber das ist nur die blaue Tür. Und da ist dann das Exit. Das Anfang des Levels ist da. Oh, gab es da vielleicht noch was hinten dran? Möglich, dass ich das übersehen habe. Aber da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Da wird nichts allzu Großes sein. Unwahrscheinlich. Aber normalerweise sollte man da immer erstmal nachgucken. Das stimmt schon. Da kann sich leicht ein hilfreiches Mitbringsel verbergen. Wieso treffen die mich eigentlich jedes Mal? Erstmal den eigenen Freund killen. Natürlich. Jetzt lass es gut sein, Junge. Irgendwann ist gut. Irgendwann reicht's. Wie viel? Oh, ich habe nicht mehr viel Energie, nur noch 82%. Sind das Prozent? Wahrscheinlich, weil Afterburner wird ja auch in Prozent gemessen. Jetzt ist er tot, aber ich habe kaum noch Energie. Naja, erstmal bin ich drin. Das reicht mir. Now playing Crush. Command & Conquer, natürlich. Der ist hier offenbar wieder geschützt, der Reaktor. Kann man sich erstmal ein bisschen umgucken. Ist doch gar nicht mal so ein schlechtes System. Vielleicht ist es auch wieder ein Rätsel. Bei nur zwei Schaltern kann es jetzt aber auch nicht so schwierig sein. Oh, da gehen Gitter auf. Da ist. Der Raum wird noch ziemlich groß, habe ich das Gefühl. Was passiert hier nur? Aha, da ist nämlich noch ganz viel blau. Wir müssen mal irgendeinen Schalter betätigen. Walls opened. Da. Ja, man muss sich erstmal Feinde besorgen und dann kommt irgendwann der Reaktor auch wahrscheinlich. Ist er hier schon mal tot? Man muss nur beherzt an die Sache rangehen. Ist da noch einer rausgekommen? Nö, irgendwie nicht. Die nächsten Walls. Aha. Diese Gegner mag ich überhaupt nicht. Aber ich mag eigentlich kaum Gegner, muss ich ja mal zugeben. Wer hat denn jetzt geschossen? Da sollte eigentlich keiner mehr sein. Aber durch die Gitter irgendwie hat er es wahrscheinlich geschafft. Aha! Da sollte ich erst mal gucken, bevor ich neue Walls öffne. Kommt man eine Ebene schon mal höher. Na? Hahaha, die Flasche ist so geil, aber trotzdem werde ich getroffen. Wenn man trotz überlegener Technologie immer noch den Kürzeren zieht, dann macht man was falsch. Ich habe ihn total getroffen, aber leider einen Ticken zu spät. Mann, oh, wieso schießt er denn noch, wenn er blind ist? Das sollte man nicht tun. Der blind ist, sollte nicht zur Armee gehen. Ist so meine überzeugende Ansicht. Meine überzeugte. Die sollte auch überzeugend sein. Ist der tot? Jetzt kommt mein Lieblingsgegner. Ich traue mich gar nicht zu speichern. Habe ich ein extra Leben bekommen oder war irgendwas Schlimmeres passiert? Zu viele Gegner hier. Viel zu viele. Ich dachte, ich muss nur gegen einen schwachen Reaktor kämpfen und dann kommen hier die Massen auf mich zu. Apropos, wenn du jetzt mit Mercurys kommst, dann komme ich halt auch mit welchen. Wie wär's damit? Könnte ich ja auch machen. Nur so ein Vorschlag. Die sind nämlich gar nicht so schlechte Dinge. Haha, und stark sind sie. Schnell und stark. Kann ich ja nämlich auch damit ankommen. Hier gab es so viele in dem Level, da musste man die echt mal einsetzen. Aber nicht gegen alle leichten Gegner.
Der lässt nämlich auch immer Mercurys fallen. Alter Schwede. Wo kommt der Spruch eigentlich her? Was hat man gegen die Schweden? Gegen den würde ich fast schon wieder Flashs lieber einsetzen. Na, nicht gegen mich selber. Mich selber braucht man Augenlicht noch. Ja. Jawollo. Die lassen irgendwie die Sachen, die Waffen fallen, wenn man sie tötet, mit denen man sie am besten irgendwie zur Strecke bringen kann. Das scheint mir so der Fall zu sein. Vielleicht kommt es mir auch noch so vor. Hier ist erstmal Ruhe. Ja, das ist doch schön. Das Level sollte jetzt bald mal zu Ende sein. Oh, da ist noch nicht. Oh, da ist jemand. Ach so, der Reaktor ist da. Höchstpersönlich. Damit habe ich gerade gar nicht mal gerechnet. Was ist jetzt mit dem anderen Schalter? Da war doch. Habe ich beide schon gedrückt? Ja, offenbar. Und da kommen irgendwie noch welche raus. Kümmere ich mich doch erstmal um die hier. Ganz überraschende Gegner. Die mich immer noch treffen. Sonst bringt das hier überhaupt nichts. Schön. Kommt man hier auch noch hoch? Was sind das für Bildschirme? Futuristisch. Sehr schön. Langsam wird es Zeit, das zu beenden. Also, ich habe die ganze Karte abgecheckt. Dank der Full Map. Bis auf hier den Start. Aber vielleicht ist da auch gar nichts. Und wenn, wie gesagt, wird wohl nichts Großartiges drin sein. Nur bis zum Exit muss ich noch kommen, nachdem ich den Reaktor besiegt habe. Und dann können wir das hier zu Ende bringen. Kann man den eigentlich blenden, den Reaktor? Das wäre jetzt nochmal meine Frage. Wahrscheinlich nicht. Oder schießt er jetzt? Nee, macht er nicht. Ich hoffe mal, da ist nichts weiter. Jetzt ist die große Frage, wo ist das Exit? 30 Sekunden. Wo ist er? Hier irgendwo raus? Kommen da jetzt wieder Gegner mir entgegen? Keine Ahnung. Ich gucke erstmal noch ein bisschen selbst nach, ob ich es finde. Irgendwie hier lang. Naja, nicht so ganz. Da, ich folge ihm einfach. Wenn er schon da ist. Wenn er sofort. Wo ist er? Wo fliegt der hin, der Depp? Ich finde ihn nicht. Ich hasse es. Immer wieder passiert das. Hier bin ich ganz sicherlich falsch. Und die ganze Erde bebt. Warum auch immer. Naja, nochmal. So, wir können ja mal speichern. Hat er mich getroffen? Ich glaube nicht. Speichern wir nochmal. Das war die falsche Taste. Das war die Windows-Hilfe. Ich hoffe, jetzt ist nichts passiert. Also Windows-Taste und F1 ist keine gute Idee, nur um das kurz mal zu erwähnen. So, jetzt müsste er langsam sterben. Ich wollte noch kurz gucken, ob da was ist. Aber schätze nicht. Dann kann er mir jetzt vielleicht mal direkt den Ausgang zeigen. Wenn er sich mal zeigen würde. Aber schön, dass hier kein doofer Spawner ist. So, jetzt folge ich dir mal geschwind. Jetzt fliegt nicht dauernd wieder weg, ohne dass ich dich sehe. Oder halt nicht vor dem Gitter an und sagt, ja, da müsstest du eigentlich durch, aber... Hilfe! Wo ist er? Ah, da ist es. Da. Da war noch Gegner, aber die sind mir total egal. Dafür habe ich keine Zeit mehr. Ja, wir haben es geschafft. Wunderbar. Und haben sogar die Gefangenen befreit und quasi alle Boni erreicht. Und Geheimlevel, Geheimräume aufgedeckt. Kommen neue Gegner? Nein, aber Wasser. Wasser gefällt mir sehr gut. Das ist schöner als Lava, ganz ehrlich. 30, Moment, 12, 30? Ich bin witzig. Sicher. Fängt er wieder bei 1 an. Zack. Kein Dieb, bitte. Und dann ist auch direkt der Guided hier. Fängt doch gut an. Mehrere Gefangenen an verschiedenen Orten. Naja. Exodus Research Facility. Faszinierend. Gut, beim nächsten Mal hiermit.
Level 16 gibt das Secret Level. Ich sag's immer wieder, um selbst daran zu denken. Und danach gibt's nie wieder Secret Level. Das wird auch entspannend. Gut, das erste haben wir gelernt, was wir tun in einem neuen Level. Erstmal nach hinten gucken, aber dieses Mal scheint da nichts zu sein. Na gut. Jetzt gibt's irgendeinen Speicherstand. Einen alten, der hier vielleicht. Wo ich mal kurz gucken könnte. Wo ist der Anfang? Der ist halt noch so weit entfernt, ne? Ich wüsste gerne, ob da was Spannendes ist. Es lässt mir immer noch nicht so wirklich eine Ruhe. Aber hier müsste ja jetzt alles ruhig sein. Ich habe ja alles getötet. Ich kann dem ja leider nicht sagen, führe mich zum Anfang des Levels, oder? Leider nicht. Lass mich da durch. Und die Unverwundbarkeit habe ich gar nicht gebraucht. Selber schuld, sage ich dann nur. Eigentlich hier direkt geradeaus weiter. Wenn es irgendwie weitergeht. Ah ja, jetzt bin ich hier. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Minimalst. Ja, Level geschafft, aber wir gucken trotzdem noch ein bisschen rein. Schon dumm. Ist das ein Spawn? Ne? Ja. So, jetzt nach unten. Nach unten, nach unten. Hier. Hier war es. Ich erinnere mich ein bisschen. Ich war die ganze Zeit in diesem Level und ich habe jetzt gar nicht mal so die geile Orientierung. Obwohl, so lange hier gewesen. Da ist ja noch ganz viel blau. Irgendwie habe ich mich entfernt, ne? Aber hier geht es wieder in die Nähe des Anfangs. Mhm, da kam ich gerade her. Genau hier rechts. Da wird nichts Großes sein, vielleicht ein extra Leben. Aber ich will es wissen. So, was haben wir hier? Gar nichts. Ja, schön. Oder ich hätte doch diesen einen Schalter drücken müssen, den ich offenbar irgendwie nicht berücksichtigt habe und auch keine Ahnung mehr habe, wo er ist. Aber ich glaube nicht, dass hier was ist. Das wird nur einfach blau angezeigt, ne? Weil man da rauskam. Dann habe ich ja keinen Fehler gemacht. Habe ich alles doch abgesucht. Wunderbärchen. Habe ich nicht gesagt. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. In Level 12. Wasser. Keine Lava mehr. Was haben wir denn hier so? Shield war da. Kein Dieb. Und wieder flackerndes Licht. Das haben wir schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Und Spawner-Zeug. Yay. Und die kleinen Viecher wieder. Oh, cool. Verschiedene kleine Viecher sogar. Gut. Ich sag einfach mal tschüss. Tschüss. Und der Dieb. Ja, es kommt ja alles zusammen. Tschüss. Oh, hab ich viel Zeug.